Meine Hype-Skala ist einfach mega hoch. Also sie explodiert bei so einem Finale generell immer, generell fast bei jeder Übertragung, beim Finale nochmal besonders, pui, total weit nach oben. Und das Ding ist halt auch einfach, dass wir diesmal ein total besonderes Finale haben. Beide Teams haben noch nie einen Prime League-Titel gewonnen. Für beide Teams ist es was Besonderes. Nur Obsessed ist der Einzige, der überhaupt mal bisher einen Prime League-Titel gewonnen hat. Und für alle anderen ist es, glaube ich, nochmal eine ganz besondere Atmosphäre. Also es ist wirklich ein besonderes Finale. Ich freue mich übelste Sorte. Wo ich angefangen habe, Prime League zu moderieren, habe ich natürlich gebetet, dass wir Offline-Finale haben. Einfach weil ich aus der Zeit komme, wo wir Offline-Matches hatten und Events mit natürlich Leuten vor Ort, und das war super cool. Und das ist so der erste Schritt, glaube ich, wieder in die richtige Richtung. Ich glaube, für die Spieler ist es nice, die vor Ort zu haben, die in Person interviewen zu können, ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ja, auf dem Finale ist gut, ne? Sag mal, entspannt noch, ist eigentlich ein bisschen Heimspiel. Dass wir überhaupt im Finale stehen, in der ersten Season, das ist schon ein Banger. Da haben die Jungs echt sehr hart für gearbeitet, dass wir jetzt hier das spielen dürfen. Endlich ist es soweit, meine Freunde. Wir haben lange drauf gewartet. Das große Finale. Eintracht Spandau und Gamer Legion werden sich heute battlen. Busch hat einen Ansturm, Moonlight ebenfalls drauf. Prime ist wieder der, das Zeichen gesegnet muss. Kinetic muss flashen. Und der Hook von Wisdom sichert jetzt eine doppelte Überzahl. Special, was man mal schon ernst ist. Oh, das geht daneben. Die Schockwave trifft 2. Und jetzt kommt Gamer Legion. Nur noch Prime am Leben. Kinetic Special in der Seite, man kommt ja auch rein. Die Shockwave von Eschick ist die reaktive Eröffnung. Jetzt geht man hier aber sowas von baden. Jinjo nimmt den ersten, nimmt dann noch mehr. Flash nach vorne, Sakre will die Kills ebenfalls haben. Obsessed läuft, aber kann sich hier nicht wehren. Double Kill. Das Gamer Legion zeigt ein komplett anderes Gesicht als in der letzten Series und geht hier mit 1:0 in Führung. Ja, heute haben wir ein Offline-Finale bei der Prime League, was Besonderes ist, weil wir das bisher noch überhaupt nicht machen konnten. Das heißt, die Spieler sind vor Ort, wir haben super viele Leute in der Produktion, an die 40 Menschen sind beteiligt und das sorgt natürlich dafür, dass überall Leute rumwuseln. Es ist sehr aufregend für uns alle und es ist auch alles live natürlich heute. Also es ist auch die größte Show, an der ich bis jetzt mitgearbeitet habe und ich glaube im Prime League-Scope auch einfach das Größte, was wir bis jetzt aufgezogen haben und das macht es natürlich so besonders. Der Reset ist da, Wisdom kriegt den Kill, Ashing wieder von der Seite, Kinetic super laut, der den Schild, der schadet, Freunde! Prime alleine, der Nexus, der liegt auf, es ist halt nur noch der Nexus und man hält die Resets auf, was kann gerade nochmal der Top-Lane machen, das war's! Gamer Legion geht 2:0 in Führung. Equalizer auf 3:10, der vierte Schuss sitzt, damit ist Kinetic down. Der Hypercarry fehlt, Obsessed mit einem großen Schild dabei. Versucht es nochmal, geht in die Stop for Special. Der hat einen Flag und jetzt geht man hier in Double Kill. Bright Damage 1, insane. Muss man irgendwie rankommen, Flash von Zacke, der auf 7. Jetzt die Equalizer nochmal drauf, Teleport wird gezogen. Und er ist der nächste down. Spandau, Early Gamer Legion. Und das ist der Titel für Gamer Legion. Der erste Titel in ihrer Geschichte. Wow, was für ein Finale. Das erste Game war ein ziemlich krasser Stomp. Game 2 und 3 haben wir dann unnötigerweise, glaube ich, schwer gemacht, vor allem Game 2. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen mehr von Spandau ehrlich gesagt erwartet, aber ich glaube, wir haben auf einem ziemlich guten Level gespielt und deswegen haben wir dann noch 3:0 gewonnen.